Das war auch schlecht, das Skimte, aber es gibt, die gibt's schon. Kannst du mir nichts erzählen? Ich will Branwen auch nicht. Wieso krieg ich all deine Scheißcharaktere? Die will ich alle nicht haben. Das, weil es also meine Charaktere sind. Ja, sag ich doch. Ja, das macht der PC absichtlich, der will mich mobben. Ah, der hält seinen Spaß dran. So, da sind wir wieder. Pass auf, nee, die hat ja Branwen. Branwen gibt mir jetzt erstmal meine Steine zu. Oh, die kann sie mir nicht wiedergeben, weil sie die in ihrer Taskleiste hat. Dann soll die mal die aus ihrer Taskleiste raus tun, dann kann ich die auch haben. Danke, Branwen. Ihre Taskleiste. Ja, das ist jetzt die Taskleiste. So. So. Branwen, bitte. Ich will da jetzt hoch. Jetzt. Los. Ja, jetzt geht's. Na, wir werden schon angegriffen, obwohl ich noch nichts gesehen habe. Das ist cool. So, ich verbrenne den erstmal. Ich muss noch so Beziehungen machen. Ah, guck mal hier, pardon, wir machen wir. Ah, stimmt, wir hätten wieder die Skelette holen müssen. Und dann hätten wir die Skelette hier hochgeschickt. Die überall in Durlachs rumstehen. Ja, eben, die Skelette sind der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir hier weg sind, Philipp, dann gehört Durlachs Turm den Skeletten. Ich weiß, aber das ist ja nicht mein Problem. Siehst du, so einfach ist das mit Skeletten. Kannst du ja früh mal hinsetzen schon, und die werden nicht kaputt. Falls hier einer ist. Oh oh. Was? Ach, nichts. Oh. Ich habe seit 3 Jahren nicht mehr so genießt wie gerade. Genossen. Ja, ist ja auch egal. Genießt, Genossen. Los, Leute, den Skeletten hinterher, die wissen schon, was gut ist. Ich will aber die Formation. Oh. Ah, da ist ja noch einer. Da kann es egal sein, weil die Skelette in der ersten Reihe stehen. Die können nicht versteinert werden. Siehst du, die Skelette okay. Sind für alles gut. Zack, dann auf geht's. Oh, die Mauern schießt schon wieder mit geilen Pfeilen. Die sollen aber nicht mit geilen Pfeilen schießen, die sollen mit Billigpfeilen schießen. Geilen Pfeil habe ich ihr nur gegeben, weil die. Na, du weißt schon, weil der Todesritter da war. Ha, ja, den Kampf habe ich uns verpasst, das fand ich ziemlich kacke. Ja, der Philipp hat den Todesritter verpasst, da. Das ist mir eigentlich egal. Du blöder Penner. Wo ist denn mein. Ich habe eben Pfeile auf dem Boden verloren. Warum liegt da keiner drauf? Da liegt noch was. Was ist das? Kette. Kann sein, dass der höhere Basilisten noch was fallen gelassen hat. Der, ja, eine Kette der hat er fallen gelassen. Mhm. Ich glaube, der hat nichts anderes fallen lassen, außer so eine Kette. Zack, der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr fallen lassen. Huch, hab ich ja gerade noch einen gehört? Oder war das eine Soundrückkopplung? War eh eine Rückkopplung, aber trotzdem. Naja. So, dann sind wir hier mal fertig. Ja, so ziemlich. Ich suche gerade noch nach irgendwas, was man hier noch erkunden kann. Weißt du, was mich ein bisschen wundert? Der Kamin. Nein, nicht der Kamin. Gut. Da unten ist so eine Tür, die ist einfach direkt aus Durlachs Turm raus und die sieht so begehbar aus, aber das ist sie gar nicht. Nee, die ist einfach nur so schön zur Deko da. Ja, voll die Kacktür. Ja, stell dir vor, früher haben sich die Spieler nachher noch Mühe gegeben. Ja, auch Türen hingemacht, wo man gar keine Türen braucht. Krass, wa? Ja. Für glaubhaftes Leveldesign. Glaubhafte Türen, die man aber nicht aufmachen kann, sind auch nicht wirklich viel glaubwürdiger als gar keine Türen. Aber es sieht nett aus. Ja, stimmt. So. Dann jetzt ab ins Verlies. Ja, kein Kamin. Aber wo ist dieser Kamin? Ah. Es gibt. Wo ist dieser Kamin? Die Frage bleibt da. Ich will diesen Kamin nicht suchen. Ja, warte. Du gehst schon mal Richtung unten und ich guck nochmal nach einem Kamin in der oberen Etage. Was hältst du denn davon? Es geht ganz schnell. Soll ich alleine nach da unten gehen? Dann bin ich dafür, du speicherst mal. Okay, aber der Keller ist sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie gefährlich dieser Keller ist, aber das. Aber ich glaube, der ist nicht so gefährlich. Der weiß. Ich hätte dich alles auch total kaputt gemacht. Ich will jetzt immer darauf wieder. Hab ich hier, ist hier noch irgendwo ein anderer? Ich glaube, hier ist nirgendwo anders ein Kamin. Oh, düster Schrecken. So, ihr beide geht schon mal dem Philipp ein bisschen helfen. Und du gehst nach ganz oben. So, ist auf jeden Fall sehr. Da ist ein Kamin. Da ist ein Kamin. Vielleicht ist da auch was drin, Philipp. Vielleicht.
Ich glaube anscheinend jetzt den Durchbruch. Achso. Ja, ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube langsam auch, dass der Kamin irgendwo anders herkommt. Aber das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Das ist ein großes Werk. Ich darf auch mal Fehler machen. So groß ist die jetzt auch nicht. Wikipedia ist eine große Website. Ja, das mag sein. Och, ist das herrlich. Irgendeiner von deinen Deppen ist eine Falle reingelatscht. Nee, das bist du gewesen. Ich laufe. Ja, jetzt ist Simon. Das ist Simon auch. Simon ist auf dem Boden. Simon ist auf dem Boden. Sie ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ach, verdammt. Aber ziemlich krass. Ups, ich bin auch durchgelaufen. Ich verstehe das nicht. Website darf keinen Fehler machen. Dürfen keine Fehler machen. Ja, dürfen die keine. Machen. Bayard. Was für die Hunde Bayard? Was für ein Bayard? Bayard, der heißt so. B-A-Y-E-R-D. Oh, ich brauche einen Stand für 20 Sekunden oder so. So, ich habe irgendwas Tolles gefunden. Ja, hast du einen Kamin gefunden? Ja. Und? Genau, den habe ich gefunden. Echt? Nein. War irgendwie so eine komische Rüstung, habe ich gefunden. Lauf! Lauf, Imon, lauf doch! Oh nein! Lauf, verdammt! Ich so einen Meter gelaufen, ist umgekippt. Imon hängt da fest. Ups, ein Stück. Ups. Du hast Düserschrecken gefunden, wie ich sehe. Mhm. Kamin. Im Blechkamin findet ihr... das ist jetzt aber echt. Die oberen Räume in Durlocks Tower. Das erste Kellergewölbe unter Durlocks Tower. Sagen wir mit Simon an da unten mal die Fallen zu suchen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, wenn ich so gleich wieder hinein reintritt. Die hängt da fest, Alter. Ich mein's ganz ernst. Es tut mir leid. Die hängt da fest. Die kommt da nicht weg. Ja, dann ruhen wir uns gleich mal aus. Dann passt das wieder. Okay. Aber ich kann ja schon mal Fallen suchen gehen. Warte mal, vielleicht kann die Mauern sich ja genau dahin bewegen, wo sie gerade ist. Bist du eigentlich mit deinem hässlichen Tonus mal rum, seid ihr nicht bei hier unten angekommen? Nein. Mensch! Der gibt die Hoffnung nicht auf. So, ich habe übrigens einen Geheimgang in die nächste Etage gefunden. Oh, sehr geheimer Geheimgang. Nein, der war wirklich geheim, der war so rot umrandet. Siehst du auch, wie geheim das dann ist. Ui. Also es ist sehr lustig. Es gibt hier wirklich zwei Blechkamine, aber in keinem von beiden ist das drin. Das ist echt ziemlich scheiße. Es gibt einfach gar keinen Blechkamin. Das ist das Geheimnis. Doch, die haben Blechkamine. Da ist noch nichts drin. Du, ich habe hier ein verschlossenes Grab gefunden. Willst du das mal öffnen für mich? Mit wem denn? Mit dem Owen. Ja, kann ich versuchen. Mal gucken, wann sie sich losreißt. Bewegt den Arsch runter. Ich will weitermachen. Zum Kotzen langweilig, wenn du da oben die Kamine absuchst. So viele sind das jetzt auch nicht. Langweilig. Warte, Alter, ihr müsst das Skimtar sein. Skimtar. Nee. Ich glaube langsam. Langsam glaube ich auch nicht mehr dran. Ah, vielleicht ist das nur so ein Pixelchen, wo man was rausnehmen kann. Na egal, komm. Am Ende. Nee. Website hat vielleicht doch nicht recht. Aber die Website hat immer recht. Also merkt euch das. Da ist ein Kamin. Das ist er. Glaube ich. Lass uns jetzt sehen, wie jetzt die Eisen zum glorreichen Land und seinen Inventar kommen. Ne, da ist nichts. Das ist er nicht. Oh. Aber das sieht genau aus wie der Kamin, den ich suche. Das kann doch kein Zufall sein. So, aber jetzt. Ich geb nicht auf. Hier ist ein Kamin. Anton, bewegt deinen Arsch hier runter. Wir haben hier wichtigere Probleme als dein Kamin. Welche denn? Nimm mir eins. Das verschlossene Grabmal, was bestimmt mehr wertvolle Sachen enthält als ein verrußter Kamin. Ja, der hat einen Skamtana plus 2, ja? Na gut, das gibt. Ich finde den nicht. Komm, los geht's, Donus. Du schaffst das. Weil hier gibt so viele Kamine, es ist einfach. Na, ja, mehr daraus ist ein schönes Detail. Ach, Imon ist wieder frei, hast du gesehen? Donus, ja, die ist schon seit 10 Minuten frei, aber okay.
Nee, aber jetzt hängt Tonus Moronus fest. Wir müssen einfach jetzt mal eine Runde pennen. Ja, ich bin als die Kose eben aufgegangen. Nee. Doch nicht. So, jetzt machen wir hier mit den Immunen ein paar Fallen weg. Hilfe! Mach erstmal mit den Immunen die Fallen weg. Dann räumen wir das Grab aus und dann gehen wir weiter. Ja, aber der kommt doch nicht weg, Alter. Ja, der ich muss doch irgendwo hinlaufen. Mach jetzt mit Immunen mal hier die Fallen weg. Dann müssen wir schon einen großen Gefallen mit tun. Falle entschärft. Sind hier noch mehr Fallen? Ich geh mal da hinten zu der Tür, vielleicht ist da noch eine. Bestimmt ist der Kamin, den ich... Ja! Nicht da reinlaufen! Ja! Ist frei! Ach toll. Ah, das ist ein Geheimgang. Das ist ja langweilig. Da ist bestimmt keine Fallen. Wie das bei Geheimgängen eben so ist. Geheimgängen doch nicht. Quatsch. So ein abstruser Schwachsinn. Jetzt gehen wir da runter. Da sind noch die Sachen, die du holen solltest. Wo? Da unten? Ja. Da sind so drei Grabplatten. Hä, nein, nicht da, wo du eben in den Gang drin warst. Ja, ich bin auf dem Weg. Den Rest hast du schon gelootet? Jo. Auch den Raum da unten, ist wahrscheinlich gar nichts zu looten. Total sinnvoll, dass man da eine Falle für entschärfen muss. Kannst du mit dem Kollege Freddy da reden, der da steht? Kann ich ja immer machen. Was da im Ding da ist. Ach, du hast doch noch ein volles Mental, ist das praktisch. Yay! Ja, aber da ist eigentlich, ich hab noch einen Zirkonit, aber warte mal, ich leg mal ganz kurz. Was war da drinne? Nee, warte mal, ich bin gerade dabei. So, ich kann mir nämlich noch einen Platz im Inventar freimachen. Ein Sternsaphir. Du Arschloch. Du elender Pole. Ey, hast du was gegen Polen? Nein. Aber das war gemein. Herrlich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo festlaufe. Hüstel. Wer seid ihr? Ah, ein Wanderer wie ich. Am besten dreht ihr euch um und zieht weiter, mein Freund. Dieser Ort ist nicht sehr gastfreundlich. Besser. Ihr seid am Leben und könnt von dannen ziehen, wie ich. Wer seid ihr denn? Ich hatte eigentlich nicht erwartet, jemanden hier unten zu begegnen. Hat der viel zu sagen? Naja. Ja. Ihr solltet euch darauf einstellen, noch viele andere Dinge zu sehen, die ihr nicht erwartet habt. Oh, da bringt mich bitte nicht zum Lachen. Ich habe einen Pfeil im Schlund stecken und der ist manchmal unangenehm zu spüren. Mein Name ist Bayard und meine Freunde und ich kam eins genau wie ihr hierher. Er sieht aus wie ein lohnenswerter Ort, aber ich habe festgestellt, dass er meine Fähigkeiten übersteigt. Mir würde es besser gehen, ich habe die Q-Taste. Was machen wir denn? 1, 2 oder 3? Warte mal. Mach einfach mal erstens. Okay. Mir wird es besser gehen, da bin ich mir sicher. Ich habe ein geschultes Auge für Fallen und dergleichen und ich habe schon gegen viele heimtückische Bestien gekämpft. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr lange genug lebt, um gegen die Kreaturen zu kämpfen, diesen Ort ihr Zuhause nennen. Selbst die Wände dort drin werden sich gegen euch verschwören und euch in Schach zu halten. Die Fallen sind doch bloß da, um eure Geschicklichkeit zu testen. Aber dieser Ort ist mehr als ein einfacher Türklopfer. Dulag war ein kranker, schlimmer Mann und ich sage euch, dass er die hier hereinkamen, nicht bloß daran hindern, sondern töten wollte. Klar gibt es Fallen, ausgelöst durch Drähte oder Schritte oder Geräusche, aber es gibt auch noch Tests. Tests, die er erfand, um Freund von Feind zu unterscheiden. Ihr werdet mehr als nur euren flinken Finger brauchen, um denen zu entkommen. Was euch erwartet, einige Fallen geben euch keine zweite Chance, nehmt euch in Acht oder der Tod wird sich eurer schneller bemächtigen.